Wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ich wollte eigentlich ein ganz, ganz, ganz altes Radio mitbringen. Ja, so alt auch wieder nicht, vielleicht von Anfang der 1950er Jahre. Aber das hätte ich ganz gerne in Funktion gezeigt, muss aber noch repariert werden, weil da irgendwas funktioniert nicht. Ich habe es sehr preiswert kaufen können, denn es ist kaputt. Aber das ist vollständig mit Röhren bestückt. Sogar das Netzteil und die Netzgleichrichter ist noch eine AZ-11 drin. Also, sobald das läuft, werde ich es vorstellen. Aber ich habe mal andere Sachen mitgebracht. Schauen Sie sich mal an. Die Dinger, die sehen ja eigentlich ganz schön aus, aber im Grunde genommen sind es alte, nicht mehr so ganz moderne, neue Teile. Was ist denn das für ein Quatsch? Gehäuse auf alt gemacht, innen drin eine Platine mit einem Radio, so wie man es vor 30 Jahren oder vielleicht sogar 40 Jahren als Transistorradio zu kaufen bekam. Mit einem richtigen Drehkondensator und so weiter. Ich lasse ihn gleich mal reingucken, da können Sie mal sehen, wie das so gewesen ist. Ich möchte Ihnen erstmal zeigen, das hier habe ich repariert. Das hat 1 Euro gekostet. Wenn ich jetzt hier. So, das ist jetzt Mittelwelle. Da hören wir tagsüber nicht viel, dieser eine belgische Sender. Abends, wenn man Glück hat, kann man einiges hören. Und wenn ich jetzt mal den Wellenschalter umschalte, dann können wir zumindest auf UKW etwas hören. Im Studio ist es immer schwierig. Ich habe hier eine sogenannte Wurfantenne, die man aufhängen sollte. Weswegen die Wurfantenne heißt, weiß ich nicht. War vielleicht ein großer Wurf von den Leuten. Und ich habe hier die Abstimmung. Also Sie hören, bescheidener Klang, bescheidener Empfang, nicht viele Sender, zumindest im Studio. Zu Hause hat es wesentlich besser funktioniert. Aber, aha, dahinter war dann Polizeifunk. Aber der hat auch noch an dem Wellenschalter einen zweiten Bereich. Mach mal ein bisschen leiser. Und zwar kann man da auf AFC schalten, also automatische Frequenzkontrolle bei UKW, weil früher waren die Oszillatoren nicht so stabil, da liefen die Sender langsam weg und das Teil hat die dann gefangen und immer genau abgestimmt. Hab gedacht, was denn Quatsch, das schalten wir dauerhaft ein. Und dann habe ich eine Stellung frei und habe hier auf dem Wellenschalter eine neue Welle gelegt. Ja, jetzt fragt man sich, wo kommt denn diese Musik her? Rauschfrei und ein nun dem Gehäuse und Lautsprecher angepasst, relativ guter Klang. Und ich will es Ihnen zeigen, wenn ich das Radio dann kippe, können Sie es erkennen. Warum Sie keinen Originalton hören, liegt daran, dass es hier einen Urheberrechtseinspruch gegeben hat und dieses Video vorab gesperrt war für verschiedene Dinge. Im Hintergrund hört man jetzt leise die Musik. Ich spreche jetzt den Dot an als Computer und kippe wieder zurück und möchte jetzt noch mal kurz laut drehen, um das zu hören, rede aber die ganze Zeit über die Musik, die weiter leise im Hintergrund läuft. Das soll also eine Urheberrechtsverletzung sein. Herzlichen Dank, YouTube. Ihr werdet mal wieder eurem Ruf als selbstherrliche Richter vollkommen gerecht. Computer, stopp. Dann müssen Sie mir auch glauben, dass die Musik daherkam. Warum der jetzt Musik weitermacht und gleichzeitig Nachrichten vorliest, die ändern jeden Tag irgendwas an der Software. Gucken Sie erstmal hier hinten rein. So, und das ist jetzt quasi diese, naja, Hybridgeschichte, von der ich sprach. Da ist diese Platine und da sieht man hier an der Stelle, habe ich einen Finger davor, ich nehme lieber einen Schraubendreher, da eine Ferritantenne, die ist für Mittelwelle gedacht. Hier ist dieser Drehkondensator, von dem ich sprach, so war er früher in tausende Millionen von Transistorradios drin. Da ist also kein Chip, der den Empfang macht, sondern hier unten ist der Empfänger komplett diskret aufgebaut mit Spulen, die auch noch von Hand abgestimmt und dann verklebt worden sind und so weiter. Also standardmäßig. Dann, wobei mir schlecht geworden ist, das ist hier bei dem Netzanschluss, da ist nämlich keine Sicherung drin gewesen und der Netzschalter war nur einpolig. Das habe ich erstmal geändert, eine Sicherung hier dazwischen genagelt. Und dann anderen Netzschalter mit Poti da reingemacht, der, Moment, vielleicht kann man sehen, da unten, ja, ist ein bisschen schwierig, der jetzt auch zweipolig abschaltet, denn dieses Radio,
wenn man es ausgeschaltet hat, klack, aus, hat man auch nur sekundärseitig die Spannung abgeschaltet. Der Transformator hing immer voll am Netz. Ich habe mir gedacht, mein Gott, was sind diese Leute blöd. Das ist einfach unglaublich. Der hat also immer Strom gebraucht. Und wenn das Ding irgendwann mal hochgegangen wäre, ohne Sicherung, na, herzliches Beileid. Aber jetzt habe ich es ja, jetzt ist es ja sicher. So, und dann habe ich sehr, sehr lange rumgedoktert und überlegt. Ich wollte ja für diesen Dot die Stromversorgung haben. Erstmal den Wellenschalter umbauen, war schon ein kleines Abenteuer. Erstmal die Schaltung rauszeichnen, ein Leiterband unterbrechen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, gut, nimmst du irgendeine Betriebsspannung daraus und hängst dann da so ein Modul da rein. Die habe ich immer beschriftet, damit ich weiß von diesen vielen Modulen, die ich habe, was die Dinger noch machen. Und habe dann 4 oder 5 verschiedene ausprobiert und mit keinen hat das richtig funktioniert. Dann bin ich drauf gekommen, dass diese kleinen Dots ziemlich hinterhältig sind. Da beim Einschalten brauchen die nämlich Spitzenströme bis nahezu 1 Ampere, habe ich gemessen. So, und dann schalten diese Module sich aus, sagen, nee, ist mir zu viel, will ich nicht. Und dann geht gar nichts mehr, aber bis ich das erstmal mitbekommen habe. Na, dann muss ich neu überlegen, was und wie ich mache. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe so Steckernetzteile auseinandergenommen, habe gedacht, nagelst du da eine Elektronik rein und aber ich weiß ja, dass der eine oder andere diese Ideen dann nachbauen will. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, okay, das Dümmste ist wahrscheinlich das Beste, wie oft im Leben. Ich spreche nicht von mir, also keine Frechheiten bitte. Und habe hier innen eine Mehrfachsteckdose eingebaut, so eine Aufputzsteckdose. Ja, so könnt ihr es irgendwie sehen. So, die habe ich einfach nach dem Netzschalter angeschlossen an dieses Radio und hier das normale Standard-Steckernetzteil, wie es von Amazon für die Dots mitgeliefert wird, reingesteckt und der Dot, den habe ich da oben hin gehangen, da oben ein schönes rundes Loch reingeschnitten, der ist noch nicht mal festgemacht, das hat so gut gepasst und daneben geht dann diese Audioleitung, der hat ja so einen Audioanschluss, 3,5 mm Klinkenstecker, die geht hier nach unten, geht auf meinen Wellenschalter und vom Wellenschalter, da habe ich dann das NF-Signal, welches zum Radio geht, welches also an das Potentiometer geht, vor dem Poti auf den Wellenschalter gelegt und schalte jetzt um zwischen dem Dot und dem anderen Teil. So, und das Ergebnis, Sie haben es gehört, jetzt hat man natürlich einmal ein bisschen besseren Klang, als würde ich nur auf den Dot gehen. Das ist also schon mal ein Vorteil. Hört nicht mehr ganz so quäkig und sowas. Und zum anderen, das Ding kann man, wenn es dann mal richtig poliert ist, erstmal muss es ja technisch aufpoliert werden, jetzt kann das Gehäuse aufpoliert werden. Und dann kann es irgendwo in der Ecke stehen, fällt nicht mehr so auf. Und wenn es mir dann nicht mehr gefällt, wenn ich genug Musik gehört habe, wollen wir mal sehen, Computer, ich spiele mir I Feel Fine. Dann, I Feel Fine von The Beatles. Dann kann ich einmal, wenn das Telefon klingelt, nicht erst versuchen, dem Dingen etwas hinzubrüllen, damit er es irgendwann hört und leiser wird, sondern ich habe hier meinen Lautstärkerichter oder Lautstärkeeinsteller, ist der technisch richtig, und kann damit arbeiten und ich kann natürlich nach wie vor sagen, Computer, leiser. Computer, Lautstärke 8. Oder sowas. Also ich habe beide Möglichkeiten zur Verfügung. Die alte, analoge, manuelle Technik und die andere Geschichte. Und wenn es mir nicht mehr passt oder wenn jemand kommt, der vielleicht Angst vor Amazon oder den anderen Giganten hat, dann brauche ich nichts anderes machen, als den Lautstärkeregler auszuschalten. Und dann ist auch, Computer, jetzt bist du tot. Sag was. Ohne Strom macht auch der nichts. Also, eine schöne Möglichkeit, es gibt im Internet bei der Elektronischen Bucht und anderen viele von diesen Radios, die ja nicht wirklich alt sind, obwohl sie technologisch gesehen mit ihrer Platine darin doch schon alt sind.
die man dafür missbrauchen kann. Und so ein Ding in der Ecke ist immer noch besser als so ein Ding. Obwohl, man kann diese Teile ja auch ein bisschen im Klang verbessern, wenn man irgendeinen, das haben ja wahrscheinlich viele zu Hause, alten Brüllwürfel daran hängt. Der hier hat jetzt einen Verstärker eingebaut. Es geht auch ohne, aber dann natürlich sehr, sehr leise. Und könnte jetzt sagen, Computer, spiel mir meine Neuigkeiten. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. So, das heißt also, es hört sich natürlich eine Ecke besser an. Ich habe auch die Lautstärke-Einstellung auch hier in der Hand und kann mir hier anhören, was auf der Homepage steht. Oder Computer, stopp. Computer, spiele CC2TV Audiocast. Was ich noch was gelernt habe bisher. Herzlich willkommen beim Audiocast zu CC2TV. Audiocast, ja, muss man wissen. So, und dann können Sie sich also den Audio auch darüber anhören. Und Computerclub 2. Ausgeschaltet und stopp. Also, es gibt viele Möglichkeiten, was man machen kann. Wenn Sie sowas auch nachbauen, weil Sie es gut finden oder irgendwie anders, lassen Sie doch mal hören oder schicken mal ein Bild oder sowas.